Wir finden uns auf, ich habe keine Ahnung mehr, wie die Karte hier heißt, vor allem auf Deutsch jetzt gerade nicht, ist aber auch wurscht. Und in der linken unteren Ecke gespawnt als grüner Protoss von Myrisk haben wir Dante. Und in der oberen rechten Ecke haben wir den anderen Protoss in Blau vom Clan Bone Gosu haben wir Jesus. Und das ist wirklich mal eine nette Art, das zu schreiben. So, auf der einen Seite haben wir direkt das Gateway im Bau, auf der anderen Seite haben wir stattdessen Nexus First. Das ist natürlich im Grunde ein nettes Opening jetzt schon mal auf beiden Seiten, dass die hier beide nicht parallel und wirklich im Mirror eröffnen. Und da kommt das Gateway ein bisschen später. Von daher mal gucken, ob jetzt tatsächlich hier womöglich ein Build Order Win direkt im Gange ist, weil natürlich jetzt die Ökonomie für unseren Jesus etwas schneller in die Höhe schießen wird als für unseren Dante. Dafür wird Dante allerdings deutlich früher mehr Units zur Verfügung stehen haben, obwohl er jetzt natürlich auch eben erstmal expandiert. Und diese paar Units, die er dann früher ein bisschen zur Verfügung stehen hat, könnten natürlich letzten Endes zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn er dieses Timing-Window auch trifft, dann tatsächlich den Unterschied machen. Hat hier sehr schnell zwei Gas genommen. Wir dürfen also von ihm mit hoher Wahrscheinlichkeit einen recht tech-lastigen Build erwarten. Und bin eben, wie gesagt, schon mal gespannt, wohin er darüber geht. Er hat kein weiteres Gateway gebaut, produziert auch im Augenblick keine weiteren Units. Hat er schon die Information bekommen, dass sein Gegner expandiert hat? Nee, hat noch überhaupt keine Information bekommen. Hat alles tatsächlich in die Eco gesteckt. Also der Build offenbar sehr, sehr eng geplant, sodass er tatsächlich nicht irgendeine Probe hier entbehren kann, um zu scouten. So, in der Zwischenzeit sieht jetzt Jesus zumindest alles, weiß jetzt hier auf jeden Fall auch, dass sein Gegner zwei Gas hat und die auch entsprechend schon genommen hat, weiß, dass jetzt der Cybernetics Core fertig ist, während sein eigener jetzt erst zur Hälfte fertig ist. Tja, und jetzt hat natürlich Dante höchstens das Problem, dass er natürlich seinen Tech nicht wirklich maßgeblich direkt verraten will, deswegen jetzt ein bisschen wartet, bis die Probe hier wegfährt, um dann eben das Stargate zu setzen, dass ich jetzt, bevor dann hier das Ganze mit dem Probe-Count losging, ich eigentlich erwähnen wollte, dass das mit hoher Wahrscheinlichkeit ins Stargate werden würde, denn es gibt nicht viele Gebäude, für die Protoss tatsächlich so viel Gas und dann eben auch Follow-up-Gas braucht. Da war Stargate, wie gesagt, recht deutlich zu erwarten. Mothership Core jetzt draußen, damit hat er jetzt hier vorne die Möglichkeit, vielleicht Jesus nochmal abzufangen, bevor er tatsächlich das Stargate scoutet. Wundert mich ehrlich gesagt, dass Jesus hier tatsächlich die ganze Zeit vorne ja auch so richtig verhöhnend vor dem Pylon hin und her getanzt ist, obwohl er hier nochmal die Gelegenheit gehabt hätte, nochmal reinzufahren, um das Stargate definitiv zu scouten. Hat sich das aber vielleicht auch sowieso gedacht, denn wie gesagt, die Rückschlüsse, die ich ja hier ziehen kann, kann er natürlich auch selber ziehen. Erster Satellit jetzt draußen. Und er selbst entscheidet sich jetzt im Grunde auch für den nächsten Tech. Und das ist ein Twilight Council. Von daher also begrenztermaßen sogar der Counter-Tech gegen das Stargate. Wenn wir halt eben erstmal eine entsprechende Menge an Blinkstalkern draußen haben, können wir mit den ersten paar Phönixen ganz gut umgehen. Man kann dann auch später zum Beispiel in Arkans oder sowas wechseln. Und die, da machen dann die Phönixe zum Beispiel überhaupt nicht mehr viel. Ist wie gesagt jetzt halt eben alles ein bisschen nach hinten herausgezögert. Er hat jetzt ja, wie gesagt, hier die etwas schnellere Eco zusammen, hat auch deswegen jetzt ein paar mehr Probes. Vom Income her sehen wir, ist er auch schon ein kleines Stückchen vorne und das jetzt eben schon seit geraumer Zeit. Während Dante hier relativ sicher auf allen Bereichen spielt, das hier wahrscheinlich eben erst einmal für einen Observer, damit er jetzt, wie gesagt, eben keine Probleme hat. Er kann ja, wie gesagt, noch nicht genau wissen, was sein Gegner... Er hat überhaupt keine Information, was sein Gegner auf der anderen Seite macht bisher. Nach wie vor kein Scout übergeschickt. Das wird er jetzt mit den ersten Phönixen hier erledigen. Und da dann mal gucken, was passiert. Deswegen natürlich auch hier schon mal die Sicherheitsforge, weil er kann ja nicht davon ausgehen, dass sein Gegner vielleicht nicht auf die Tees gegangen ist. Braucht also jetzt einfach hier eine Safety-Robo für den Observer. Braucht die Robo aber später sowieso, wenn er dann vielleicht mit Warp-Ins arbeiten will. Jetzt aber auf jeden Fall erstmal die Phönixe hier rübergeschickt. Die werden hier jetzt auch erstmal direkt gescoutet von Jesus. Phönixe gehen jetzt erstmal nach hinten. Die können hier hinten nicht so viel Schaden machen. Sie können eigentlich größtenteils nur scouten. Man kann zwar einmal eine Probe liften. Probes werden zumindest dann getwo-shottet. Da kriegt er jetzt hier wenigstens nochmal eine raus. Immerhin zwei Probes jetzt wegbekommen. Normalerweise will man da eigentlich ein paar mehr Phönixe haben, bevor man die so präsentiert, damit man dann womöglich ein bisschen mehr Schaden anstellen kann. Insgesamt natürlich ganz nett, weil er jetzt die zwei Phönixe hier hinten hat und damit eben Stalker und Mothership Core erstmal hier hinten jetzt bindet. Denn die müssen natürlich erstmal aufpassen, dass jetzt die Phönixe nicht weiterhin irgendwo reinrutschen und versuchen, noch mehr Schaden anzurichten. Und jetzt ist er natürlich erstmal beschäftigt, unser guter Jesus. Muss jetzt also immer erstmal seine Stalker hin und her ziehen, irgendwie versuchen, die Probe-Picks möglichst zu verhindern. Gleichzeitig aber auch ein nettes Micro hier von Dante, der zumindest immer wieder mal die ein oder andere Probe rauspickt und damit eben den Worker-Count jetzt hier ein bisschen anpasst, aber natürlich noch keinen wirklich signifikanten Schaden angerichtet hat. Gleichzeitig jetzt eben das, was ich ja gesagt habe, Blinkstalker, wie gesagt, ein Stück weit der Counterbild, solange es eben noch nicht zu viele Phönixe werden. Aber aus einem Stargate heraus, das ist natürlich nicht das Problem. In der Zwischenzeit hat Dante jetzt die Chance genutzt, mit der er halt vorne Druck macht und seinen Gegner hinten bindet, selber erstmal hier vorne noch eine Echse zu setzen. Es geht also weiter ins Makrospiel. Gleichzeitig hat sich auch Jesus überlegt, naja, Phönixe sind ganz nett, aber
was können Phönixe nicht liften? Gebäude. Also setzen wir doch einfach halt eben schon mal eine weitere Basis. Da kann unser Dante nämlich nicht viel gegen machen, außer natürlich, er hätte vielleicht gerade die arme Probe, die hier versucht hat, dieses Gebäude zu setzen, abgefangen. So, nach und nach geht der Stalker-Count hoch. Damit hat er dann also auch die Möglichkeit, sobald er eben Blink jetzt ja auch fertig hat, dann vielleicht auch mal spontan dem einen oder anderen Phönix hinterher zu blinken, um da dann eben ein paar mehr Sachen rauszunehmen. So, Mothership Core zündet hier den Photon Overcharge. Wird jetzt allerdings womöglich selber jetzt erstmal rausgenommen. Das ist natürlich besonders ungünstig. Wobei, ja, der Mothership Core ja im Augenblick sowieso mehr Energie verbrät, um so einen Photon Overcharge zu zünden. Von daher, wenn er jetzt also einen neuen herstellt, dann hat er im Grunde gleich wieder einen Photon Overcharge zur Verfügung. Das ist ja im Augenblick sogar in manchen Matchups tatsächlich sogar das Problem, dass einige Protosse tatsächlich absichtlich ihren eigenen Mothership Core nach gezündeten Photon Overcharges killen, damit sie ihn dann eben nachproduzieren können, damit er die 50 Energie, die er braucht für einen weiteren Photon-Overcharge, schneller herstellt, als wenn er sie selber wieder ansammeln würde. So, ansonsten geht Dante jetzt eben weiter in die Stargate-Produktion, addet jetzt ein Void-Ray, einfach weil er halt eben gesehen hat, dass sein Gegner ja nun mal vermehrt auf Stalker und Blinkstalker geht. Er braucht also ein bisschen mehr Power in der Armee, um gegen die Blinkstalker angehen zu können, und da jetzt ja, im Grunde zwei Gebäude hat, aus denen er natürlich Power-Einheiten gegen Stalker produzieren kann, nutzt er die jetzt auch im Augenblick. Einerseits eben die Immortals aus der Robo und gleichzeitig eben noch Void Rays aus dem Stargate. Beides Einheiten, die wie gesagt sich sehr, sehr gut gegen Stalker schlagen. Zusätzlich noch ein paar weitere Gateways geaddet. Seine Basis ist ja ein bisschen früher als die seines Gegners. Inzwischen hat er jetzt sogar an den Probes vorbeigezogen, hatte wie gesagt eben mit dem Harassment einige Probes rausgenommen, hat seinen Gegner lange genug daran gehindert, eine eigene dritte zu nehmen und baut jetzt wie gesagt eigentlich eine gute Counter-Komposition gegen die Armee des Gegners aus. Und ja, der große Bewegungsvorteil, den die Stalker eigentlich hatten mit ihrem Blink, ist jetzt ein Stück weit nihiliert. Normalerweise würde man dann halt eben den Blink gerne früher haben, würde dann halt eben gerne ein Timing treffen, wo man eben den Gegner zum Beispiel ein bisschen outblinken kann, indem man halt eben hier vorne zum Beispiel ein bisschen Druck macht, dann aber hier hinten vielleicht halt mal reinblinkt, ein paar Sachen wegsnappt und dann wieder hier rausblinkt. Aber das ist jetzt alles im Augenblick nicht mehr richtig machbar. Größtenteils hat jetzt Dante eben seinen Gegner gezwungen, die Stalker alle defensiv hinten einzusetzen. Und ja, da hocken sie jetzt im Augenblick. Versuchen jetzt halt eben, wie gesagt, völlig unschuldig hier die Basis zu verteidigen. Hier wird noch ein bisschen weiter hochgetankt, die ersten Immortals rausgekloppt. Eine Schmiede wird gesetzt, damit wir dann ein paar Upgrades setzen. Wie sieht es mit den Upgrades überhaupt generell aus? Kann ich das jetzt überhaupt hier anzeigen lassen? Geht jetzt hier, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Upgrade-Tab. Ach, bei dem hier, wo sind das Upgrades? Doch da. Nö, da ist im Grunde noch im Augenblick nicht viel. Ich weiß allerdings auch nicht, ob hier jetzt tatsächlich +1/+1 angezeigt werden würde. Okay, Templar Archive für ein paar Arkans noch im Mix. Ja, und inzwischen ist das hier schon eine recht erschreckende Armee, die unser guter Dante hier aufgebaut hat, mit 4 Immortals, außerdem eine Menge Void Rays, zusätzlich noch ein paar Zealots, die können, wie gesagt, zum Beispiel eben die Stalker erstmal ganz gut beschäftigen und hinten halten. Das Schöne ist halt eben, auch wenn die Blink haben, wenn halt eben erstmal hier so ein paar Zealots hier hereinhängen, sind die Stalker normalerweise halt eben erstmal damit beschäftigt, auf die zu schießen, bevor sie dann eben die wirklich gefährlichen Einheiten treffen. Aber das ist auch inzwischen schon eine wirklich große Stalker-Armee, und mit gutem Blink-Micro kann man da auch teilweise mehr rausreißen, als man denkt. Allerdings, wie gesagt, 4 Void Rays, 4 Stalker, und wenn er die Phönixe hier auch noch gut steuert, wobei, ja, da kann halt eben 1-2 Stalker vielleicht liften, den großen Unterschied jetzt nicht machen. Jetzt weiß auf jeden Fall Jesus, was da in seine Richtung kommt, denn bevor die alle hier weggeschossen werden, hat er auf jeden Fall einen Großteil noch der Armee gesehen, zieht sich jetzt dementsprechend noch ein bisschen weiter hier nach hinten zurück, produziert und pumpt jetzt im Grunde noch selber Einheiten, wie er halt eben kann. Der Immortal Count ein bisschen niedriger als der seines Gegners, aber hier drüben ist, naja, bald zumindest noch ein Immortal fertig, wird noch einen Augenblick dauern. Upgrades sind im Augenblick 1-0, also damit ein kleiner Vorteil, und Dante wartet jetzt hier noch ein bisschen, ist im Augenblick Supply Block, das ist natürlich besonders ekelhaft, weil er damit natürlich auch vorne an der Front nicht mehr Einheiten reinwarpen kann, obwohl er massenhaft Gateways hat, mit denen er reinwarpen könnte. Und sein Geld sammelt sich jetzt natürlich ein Stückchen weit an. Okay, Supply wird jetzt im Augenblick gerade nachgezogen auf der anderen Seite. Und wenn wir jetzt halt eben kurz mal den Army-Vergleich wagen, dann sehen wir jetzt also 89 Versorgung zu 93. Kampf relativ ausgeglichen. Hier wird es größtenteils tatsächlich aus Makro ankommen. Größtes Problem für Dante ist natürlich, dass er hier volle Pulle in die Konkave reinrennt, wenn er das macht. Und ich eben nicht sicher bin, dass er das halten kann. Hier sind sogar noch ein paar schöne Sentries noch mit reingeworben. Das heißt also auch eine gute Möglichkeit, weil hier kein einziger Force Field Breaker drin ist. Also kein Arken, aber die werden jetzt wahrscheinlich gesetzt. Ja, damit dann auch die Force Field Breaker vorhanden. Und damit dann eben auch die Möglichkeit, durch Force Fields durchzubrechen. Außerdem schlucken Arkons jede Menge Damage. Und schmelzen Zealots zum Beispiel eben wirklich ruckzuck hin. Trotzdem wird es schwierig, die Rampe hoch zu engagen. Ich bin jetzt, wie gesagt, sehr gespannt, ob er das wirklich riskieren will. Er müsste in der Zwischenzeit, und das hat er auch gemacht, natürlich eine vierte Echse nehmen.
sodass halt eben er auch hier nochmal die Möglichkeit hat, sich zurückzuziehen und hier jetzt halt eben nicht alles reißen muss. Ja, und jetzt wird es, wie gesagt, das wird ein nettes Engagement. Da gehen jetzt die Speedlots erstmal nach vorne ran. Wie gesagt, hier passiert das, was ich schon gesagt habe. Die Zealots und halt eben auch teilweise die Immortals werden rausgenommen. Schönes Micro hier von Dante, der tatsächlich mit den Phönixen die ganzen wichtigen Damage-Einheiten, nämlich hier die Immortals, herausnimmt. Ja, und da marschiert Dante jetzt einfach drüber. Wie gesagt, die Immortals einfach zu lange aus dem Fight genommen, konnten ihren Damage hier nicht austeilen. Und der Rest, der hier reinkommt, völlig unbeschadet. Sämtliche Damage-Einheiten von Dante noch am Leben. Alles, was den Damage irgendwie hätte buffern und auffangen können von Jesus tot. Der wird jetzt hier seine dritte Basis verlieren. Hat keine weitere Möglichkeit mehr, noch irgendwas großartig zu produzieren. GG. Und im Spielmodus. Okay, wir befinden uns auf Dusk Towers, meine Damen und Herren. In der rechten unteren Ecke gespawnt in grün vom Clan My Risk. Gerade das erste Spiel gewonnen, haben wir Dante, der hier gerade erstmal mit seinem Paladin rumfuckt. Und in der oberen linken Ecke gespawnt. Ne, eigentlich ist es obere rechte Ecke, aber es ist so links von rechts aus gesehen. Egal. In der oberen rechten Ecke gespawnt als roter Terraner haben wir vom Clan Bongosu Skyhook. Der Skyhook. Das ist doch hier, das ist doch so eine vom US-Militär getestete Technologie, mit der man Leute im Grunde irgendwo evakuiert, ohne dass das Flugzeug landen muss. Ne? Da fährt das Flugzeug so einen Haken aus. Man hat das in Batman gesehen, in dem einen Batman-Film, ich glaube im dritten war das. Da wurde das sehr natürlich enorm fotogen dargestellt und enorm telegen auf der großen Mattscheibe und natürlich sehr dramatisch. Aber diese Technologie gibt es tatsächlich wirklich. Also das war wohl ein Projekt der amerikanischen Regierung, wenn man eben versuchte, wie gesagt, zum Beispiel so Container oder Panzer oder Fahrzeuge oder sonst irgendwas, wie gesagt, quasi im Flug mitzunehmen. Und das Flugzeug lässt dann halt eben, wie gesagt, so ein Seil mit Haken heraus und hakt dann halt eben während des Fluges die Person ein und nimmt die dann quasi mit. Und das ist wohl dieses Prinzip von Skyhook. Gab es das nicht auch außerdem? Und hier drüben haben wir eine Close Barracks, sieht also aus nach frühen Reapern. Denn da hinten sind auf jeden Fall Gase fertig. Somit haben wir also die Möglichkeit, hier Reaper zu produzieren. Kommt da noch ein zweiter hinterher? Oder soll es einfach nur Mars Reaper aus einer Barracks werden? Okay, nur aus einer Barracks kann trotzdem ziemlich ekelhaft werden, weil Protoss, wie gesagt, besonders früh eben noch die Mittel fehlen, um mit Reapern tatsächlich gut klarzukommen, wenn sie sehr, sehr schnell in die Basis kommen. Denn hier muss ja nun erstmal der Cybernetics Core fertig werden. Und erst wenn der fertig wird, dann haben wir die Möglichkeit, einen Mothership Core zu produzieren und überhaupt eine Einheit, die eben mit einem Reaper fertig wird, wie zum Beispiel einem Stalker. Weil der Stalker dann eben die Möglichkeit hat, den Reaper outzurangen und weil er auch Fernkampf hat und weil er eben auch sich bewegen kann. Mal gucken also, ob hier unser guter Skyhook was geschehen machen kann. Ja. Und wie gesagt, dieses Prinzip also für Skyhook, ich glaube, ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit des Skyhook aus, da gab es glaube ich auch noch diese Idee mit dem Skyhook aus Bioshock. Ne? Da haben wir das glaube ich auch noch, dass da so eine Rail, so eine Railbahn ist und diese und man sich da halt eben mit dem Hauptcharakter mit so einem Haken einhaken könnte. Das könnte also auch darauf eine Anspielung sein, aber damit habe ich den Namen jetzt auf jeden Fall, glaube ich, weitgehend erklärt aus allen möglichen Richtungen. Ja, und wie wir hier also schon sehen, haben wir bereits schon zwei Kills auf diesem Reaper, da sind bereits zwei tot. Der Adept wird jetzt halt eben hier in dem Falle produziert. Stimmt, den habe ich jetzt natürlich in der Lotfair-Erweiterung völlig vergessen, aber auch der Adept kann natürlich genau wie der Stalker erst gebaut werden, wenn der Cybernetics Core fertig ist. Aber Adept natürlich auch eine adäquate Möglichkeit, um hier vorzugehen. Inzwischen jetzt schon vier Kills für den Reaper. Gleichzeitig geht aber halt eben auch die Mineralienversorgung von unserem, jetzt ist der zweite Reaper halt eben noch dazugekommen, trotzdem ist der eine jetzt schon verhältnismäßig tot. Und diese zwei Reaper werden jetzt vermutlich zusammen auch nicht mehr allzu viel geregelt bekommen. Er zieht jetzt auch hier die Barracks entsprechend zurück. Und wie gesagt, das größte Problem, das ich jetzt eigentlich auf Seiten des Terran sehe, ist natürlich, dass er in der Zwischenzeit durch das Micro vorne hinten sein Makro natürlich ein Stückchen hat schleifen lassen und somit jetzt im Grunde trotz des enormen Harassments worker-technisch noch hinten liegt, seine Expansion jetzt gerade eben erst beginnt, während die Expansion für den Protoss bereits fertig ist. Ja, und auch sein Follow-up-Tech und seine Follow-up-Gebäude eben erst jetzt tatsächlich konstruiert, bis eben hier auf die Factory, die tatsächlich jetzt hier erstmal fertig ist. Kommt da Meme? Nee, da kommt zumindest ein Cyclone. Das heißt also, auch dieser Terran hat panisch Angst davor, da es jetzt, nachdem er eben auch die ersten Adepts eher gesehen hat, er womöglich von Adept Rush mit Warp Prism hier bedroht werden könnte. Schickt die beiden Reaper nochmal rein, einerseits um Scouting-Informationen zu bekommen, andererseits um nochmal so eine nette kleine Reaper-Bomb zu schmeißen und vielleicht nochmal den ein oder anderen Kill mitzunehmen. 5 getötete Worker zumindest insgesamt. Ob sich langfristig gelohnt hat, wird sich zeigen. Wie gesagt, das Problem eben vorne zu Micron und hinten dann aber gleichzeitig nicht zu Makron hat sich schon für so manche Spieler gerecht. Und wie gesagt, wenn wir kurz mal im Income gucken, ist der Protoss jetzt auch im Augenblick schon wieder vorne. Und das ging relativ schnell. Da jetzt zumindest der erste Liberator im Bau, sieht also so aus, als sollte da so ein kleiner Tech-Follow-Up-Push nochmal hinterherkommen. Ich weiß tatsächlich nicht, wie viel er gegen Dante geschehen machen kann, denn bisher sieht Dante recht solide aus bei allem, was er hier hat. Kriegt jetzt womöglich den Reaper hier auch noch dann down. Ja, da wird nochmal eine Mine gezündet, aber ich glaube auch, dieser Reaper wird hier nicht mehr viel machen. Wird womöglich jetzt sogar schmählich gegen die Drohnen sterben. Ne, gegen die
Probes, tut mir leid, aber in dem Falle kriegen dann doch die Adepten den Kill, zumindest einer von den kleinen beiden Kerlchen. So, Basis jetzt hier drüben inzwischen auch schon fertig für seinen Gegner. In der Zwischenzeit wird hier hinten ein Oracle produziert. Damit hat dann womöglich Dante die Gelegenheit, das Harassment von eben ein wenig zurückzugeben. Sofern zumindest das Oracle dann eben auch hier hinten in der Middle Line was zum Knabbern hat. Aber da werden jetzt gerade SEVs transferiert und damit macht das womöglich dem guten Dante noch ein bisschen leichter. So, ansonsten haben wir hier Sturmangriff, also diesen Speed für die Zealots im Bau. Die erste Cannon ist hier auch fertig, damit können wir dann gleich mit Upgrades beginnen. Und ansonsten haben wir hier ein Bio-Follow-Up. Und wie gesagt, die ersten paar Tech-Units, die er hier gebaut hat, wohl größtenteils einfach nur als Verteidigung für eine Art von Überraschungspush. Oder es ist tatsächlich irgendwie schon bereits in Gedanke an spätere Follow-Ups. Wie gesagt, die auf jeden Fall aber natürlich möglich, wenn jetzt hier, wie gesagt, die ersten paar Units halt eben hochkommen, kann er den Falcon, wie heißt das Ding jetzt? Scheiße, jetzt habe ich hier den englischen Namen hier gerade nicht mehr im Kopf. Den Liberator, genau, dann kann den Liberator hier halt eben einfach vorne auf die Rampe setzen und da ist jetzt halt Schluss. Ne? Da kommen erstmal jetzt keinerlei Units irgendwie nach oben, die Rampe ist dicht, da muss ich also der Protoss überhaupt keine Gedanken machen. Schiebt jetzt allerdings hier hinten das Oracle rein, ja, und wie wir halt eben schon sehen, das Oracle hat jetzt halt eben nette kleine 7 Kills, wird womöglich allerdings von dem Cyclone abgeschossen. Da kann man mal sehen, wie effektiv die kleinen Kerlchen sind, wenn die erstmal lockern haben. Das ist auf jeden Fall natürlich ein netter Catch hier für unseren Skyhook, aber wenn wir jetzt halt eben gucken, ne, getötete Worker, wie geht das denn? Ich habe doch gerade, also 7 Kills, hatte da ein Marine oder sowas noch gekillt? Oder Mule? Wird Mule hier nicht angezeigt? Ja, ich habe doch 7 Kills auf dem Oracle gesehen. Egal. Spielt keine Rolle. Auf jeden Fall hat er sich, wie gesagt, eben in etwa revanchiert. Von den Kosten her war das natürlich ein bisschen ungleicher, denn 2 Reaper kosten nun definitiv weniger als ein Oracle. Von daher also insgesamt vielleicht ein etwas besserer Trade. So, und hier kommt jetzt der Tech-Follow-Up-Push, von dem ich eben gerade gesprochen habe. Interessante Sache, ist ja schon fast ein 1-1-1, nur halt eben mit einer Echse, die halt noch hinten dran ist. So, dass wir also hier jetzt 2 Liberator haben in einer Handvoll Marines und dann eben noch die 2 Tanks. Und das könnte in der Tat jetzt interessant werden, denn hier vorne geht jetzt zwar die dritte down, aber wir haben im Grunde nichts, was wir gegen diese Liberator hier machen können. Im Augenblick muss Dante sich jetzt erstmal hier zurückziehen in seine eigene Basis und wird diese Base hier direkt abbrechen. Die Frage ist natürlich, was er jetzt halt eben weitermachen will. Er warbt jetzt erstmal Einheit rein, aber alles Einheiten, die nicht nach oben schießen können. Ich weiß, ja, da hat zumindest jetzt schon mal 2 Phönix hier drin, aber die Sache ist natürlich, wenn er einen der Liberator jetzt zum Beispiel in den Non-Sieged-Modus bringt, sondern eben in den Air-Modus, dann kann der sich, oh ja, 3 Phönix werden schon ein bisschen schwieriger, aber das sind natürlich auch Marines und, ganz, ganz clever, Skyhook weiß exakt, was er hier macht. Er baut jetzt hier also auch schon die ersten paar Turrets, deswegen muss jetzt im Grunde Dante hier engagen, bevor die Turrets fertig werden, weil er nachher überhaupt keine Gelegenheit mehr hat. Jetzt wird allerdings der Turret hier drüben schon fertig, da sind eine ganze Menge Marines, die sind im Augenblick noch beschäftigt mit den Zealots. Die Phönix schaffen es tatsächlich zumindest eine Liberator rausnehmen, müssen sie jetzt allerdings zurückziehen, weil eben die Turrets sie jetzt hier massiv in der Beschuss nehmen. Ansonsten wüten die Zealots zumindest hier draußen herum, clearen auf jeden Fall den Großteil der Bodenarmee und sind jetzt auch außerhalb der Reichweite, sodass sie hier tatsächlich die Turrets ausbauen können. Sehr schönes Micro hier auf Seiten von Dante, der das wirklich exzellent geregelt hat und tatsächlich genau die Einheiten auf die Einheiten des Gegners geschickt hat, die er damit auch rausnehmen wollte. Puh, das sah einen Augenblick lang wirklich kritisch aus und dass er hier aus der Base womöglich nie wieder richtig rauskommen würde. Aber ich sage, exzellentes Micro hier auf Seiten von Dante, da kann man ihm nur zu gratulieren, dass er den Push tatsächlich so easy abfängt und dabei so wenig Schaden nimmt, das hätte ich nicht erwartet. So, und jetzt für die Protoss die Möglichkeit, hier eben die dritte Basis zu nehmen, während auf der anderen Seite zumindest eben der Terraner erstmal in-Base exen muss, denn er hat ja im Augenblick kaum Einheiten zur Verteidigung, traut sich also nicht hier erstmal die Rampe sofort runter, um hier unten direkt zu verteidigen, sondern sichert jetzt, wie gesagt, eben erstmal seine Rampe ab in Erwartung eines Gegenpushes, der jetzt hier von Dante aber gar nicht kommt, denn er hat bisher eben genau das erledigt, was er als Protoss erledigen wollte, kann jetzt seine dritte Basis sichern, hat die Pushes sauber abgewehrt und muss sich im Augenblick noch keine großartigen Gedanken darum machen, dass ihn ein Gegner so schnell wieder belästigen wird. Er pumpt anstattdessen jetzt halt eben erstmal seine Upgrades raus, haut noch ein paar weitere Air-Units raus, klappt noch ein bisschen was tanken kann und aber auch nach oben schießt. Ja, und ansonsten wird jetzt, wie gesagt, halt eben hier gleich die dritte Basis ein gutes Stück fertig, bevor der Terraner seine eigene Basis nimmt, denn die muss er ja noch liften und dann da unten positionieren. Aber so lange kann der Terraner natürlich schon mal wieder eine vernünftige Armee aufbauen, die dann eben auch in der Lage ist, diese Expansion hier unten zu beschützen. Aber der Terraner weiß natürlich, er ist in der Pflicht, er muss was geschehen machen. Im Augenblick befindet er sich ein gutes Stück hinten, 108 zu 70 Supply, sagt uns auf jeden Fall einen großen Teil der Geschichte, wenn auch noch nicht alles. Hier kommt zumindest jetzt bald Combat Shield durchs, dem haben wir ja schon eine ganze Weile. Und deswegen jetzt also der Versuch mit diesen Medivacs hier zwischen der dritten und der zweiten womöglich ein bisschen mit Drops den Gegner zu nerven. Denn das ist natürlich eben die ungenehme Situation,
Limitation an dieser Map hier. Es gibt keine Möglichkeit, zum Beispiel durch diesen Debris hier durchzubrechen und damit dann irgendwie eine kürzere Verbindung zwischen den beiden Basen zu kreieren. Daher also eine schöne Möglichkeit ist für den Terran zum Beispiel hier zu droppen, die Armee des Gegners eben erstmal hier hinzulocken oder eben jetzt genau andersrum, weil die Armee des Gegners halt gerade hier vorne steht und jetzt halt eben hier zu droppen, die Armee des Gegners vielleicht hier hinzuziehen und dann eben einzuladen, wieder hier zu droppen. Aber in dem Fall haben wir eben genügend Lufteinheiten, die so eine Art von Spiel zu großen Teilen auch verhindern. Ja, und die Medivacs sind jetzt natürlich hier gleich womöglich richtig gutes Futter, wenn halt eben die Void Rays erstmal rankommen und jetzt eben die vollbeladenen Medivacs rausnehmen. Tja, und auch dieser Push, im Grunde jetzt ein weiterer Stück, ein weiterer Nagel zum Sarg von unserem guten Spieler Skyhook hier. Denn auch mit diesem Drop hat er im Grunde wahnsinnig viele Einheiten verloren, ohne echten Schaden angerichtet zu haben. Ja, die Selle hier hinten wird wahrscheinlich Dante gleich noch bemerken und dann nach vorne ziehen. Aber ein F2-Spieler scheint er uns hier nicht zu sein. Ja, und nach dem missglückten Push des Gegners hat er hier vorne einfach noch eine Vierte genommen. Ist damit jetzt in der Economy meilenweit vorne. Hier vorne wird erstmal überhaupt noch die Kommandozentrale in Orbital gemorpht. Steht aber immer noch nicht hier hinten, liefert also auch nach wie vor keine Ressourcen. Die Basis hier wird schon langsam trocken. Die Basis hier ist schon nahezu outmined, während, wie gesagt, unser Protoss jetzt hier sogar gerade eine vierte Basis ganz bequem und locker etabliert hat und immer weiter den Tech nach oben geht. Hier kommen wir jetzt noch gleich Storm dazu. Ja, und die Armee, gucken wir uns mal kurz den Army Supply an, 93 zu 58, 63 zu 34 Worker. Ich bin ja ungern der Caster, der das Ganze so antiklimaktisch gestaltet, aber ich bin halt eben auch nicht der Formel-1-Caster, der euch halt eben erzählen möchte, dass wenn eben Hamilton auf Rang 1 mit einer Minute 24 führt, da noch alles drin ist. Ja, da kann noch alles passieren, klar. Hamilton könnte halt einen katastrophalsten Unfall seiner Karriere haben und damit halt eben das Rennen noch verlieren, darauf hoffen wir. Aber ihr wisst, was ich meine. Also natürlich ärgerlich, wie gesagt, für in dem Falle unseren Terraner hier und sein Team, das mir jetzt wahrscheinlich halt eben dabei zugucken muss. Aber ganz ehrlich, das sieht überhaupt nicht gut aus. Die dritte, wie gesagt, im Augenblick natürlich relativ schwer einnehmbar. Klar, das ist eine sehr befestigte Position. Da stehen die Marines, da stehen die Liberator, da stehen die Panzer. Mit einer Bodenarmee will ich hier im Normalfall nicht engagen. Das größte Problem, das ich halt eben habe, ist ja, dass ich eben nun mal nicht nur eine Bodenarmee habe, sondern dass da halt eben, wie gesagt, auch ordentlich viele Void Rays dabei sind. Und das, was ich jetzt halt eben am Boden habe, zumindest ausreicht, um halt eben die Marines zu beschäftigen, sodass die halt nicht auf die Air feuern können. Und wenn das hier unten halt eben erstmal beseitigt ist und dann eben nur noch meine Air-Units da sind, ja, dann grillen die das halt eben hier weg ohne Probleme. Und wie gesagt, das größere andere Problem ist, dass der Protoss ja gar keinen Stress hat. Jetzt sieht hier auf jeden Fall erstmal unser Terraner Skyhook, wessen er sich überhaupt stellen muss in dem Falle. Und hier drüben wird einfach entspannt weiter geäxt. Ne? Im Augenblick keinerlei aggressive Möglichkeiten auf Seiten von Skyhook, der jetzt endlich wieder die ersten zwei Medivacs überhaupt erstmal zur Verfügung hat, um damit vielleicht zu versuchen, nochmal ein, zwei Einheiten einzuladen, vielleicht irgendwie von hier hinten nochmal heranzukommen, um hier vielleicht ein, zwei, drei Probes wegzuschießen, bevor halt eben der Protoss dann richtig reagieren kann. Aber das sind alles nur Tropfen auf den heißen Stein, das ist eigentlich das größte Problem. Jetzt endlich das Warp Prism draußen, damit jetzt eben auch die Möglichkeit mit all den Gates, die hier unserem Dante zur Verfügung stehen, tatsächlich dann auch vorne direkt an der Front reinzuwarpen. Ja, und da werden wir jetzt, wie gesagt, sehen. Also ich meine, das wird ein unfavorable engagement, wenn er versucht, hier die Rampe hochzugehen. Die Liberator Zones decken, wie gesagt, hier einen großen Bereich mehrfach ab. Das heißt, alles, was hier reingeht, betritt in der Tat eine Todeszone. Aber Dante ist zumindest zuversichtlich, dass das, was er hat, hier eben einfach durchbrechen kann und das bisschen an Verteidigung einfach weglöscht. So wie wir es schon prophezeit haben, GG, Dante gewinnt auch das zweite Spiel und bringt damit MyRisk 2:0 in Führung. Und wir befinden uns auf, ich habe schon wieder den Namen der Karte vergessen, weil ich irgendwie die Namen noch nicht alle richtig auswendig gelernt habe. Aber wir sind tatsächlich über Close Air Spawn, auf der linken unteren Hälfte der Karte gespawnt als Lilaner Zerg. Haben wir vom Clan Bongosu Msu. Msu? Msu? Msu. Ich glaube, Msu müsste richtig sein. Und hier oben vom Clan MyRisk, bisher sehr erfolgreich in der Unterstützung seines Teams, haben wir Dante, den grünen Protoss. 2:0 führend, bisher noch ungeschlagen und solange er ungeschlagen bleibt, darf er weiterspielen in diesem All-Kill-Format. So, Overlord wird hier direkt natürlich über die Close-Air-Position, also auf die Close-Air-Position gespawnt. Da wird Psyu jetzt auf jeden Fall auch ziemlich erfreut drüber sein, dass das jetzt zumindest, also er wird nicht erfreut darüber sein, dass es ein Close-Spawn ist, weil ihm natürlich lieber wäre, der Protoss würde hier auf der anderen Hälfte der Map sitzen. Aber er wird zumindest froh sein, dass er den Protoss relativ früh gefunden hat und damit eben auch die Möglichkeit hat, ihn verhältnismäßig simpel auszuspionieren. Und jetzt mache ich mir hier gerade die Musik aus und hoffe, es wieder ins Spiel rein. Tut mir leid, dass ich das kurz verzögern musste. Hedge First auf jeden Fall hier auf seiner Seite und dann wird zuerst sogar noch Gas vor Pool genommen. Sehr viel gieriger geht eigentlich nicht mehr.
Aber er traut sich offenbar auch zu, dass er es kann. Wie gesagt, jetzt wird er sich womöglich gleich wundern. Da ist jetzt zumindest auf jeden Fall der Gegner. Er zieht auch außerhalb der Sichtweite, bevor tatsächlich die Probe ihn gesehen hat, wahrscheinlich. Das konnte ich jetzt nicht so schnell eben gerade sehen, ob das noch funktioniert hat, aber ich nehme mal an, dass es so war. Und Sue zieht auf jeden Fall weg, so weiß jetzt also der Protoss noch nicht. Ja, haben wir jetzt hier auch, sonst hätte Dante hier eben gerade die Probe jetzt in eine andere Richtung gelenkt, wenn er mitbekommen hätte, dass da oben ganz kurz ein Punkt aufgeblitzt wäre. War also nicht der Fall. Ja, und Sue bringt jetzt auf jeden Fall erstmal seinen Overlord hier in Position und zwar weiterhin nach Möglichkeit unbemerkt, so ein bisschen weiter an die Front. Er will natürlich so lange wie möglich verhindern, dass sein Gegner weiß, wo er ist, und so lange muss tatsächlich Dante noch ins Blaue suchen. Wundert mich ehrlich gesagt, hat er wirklich noch nicht mitbekommen, wo er ist? Nee, ist ungewöhnlich, ehrlich gesagt, die Route zu nehmen, die Dante hier nimmt, denn normalerweise kenne ich es auch tatsächlich so, dass man eigentlich immer erst die Close Air Position spawnt, also normalerweise halt eben so herum scoutet und nicht so herum, wie er das hier macht. Aber wie gesagt, ist vielleicht halt eben so eine typische Scouting-Pattern. Er wird schon wissen, wie er damit fährt, denn wir haben ja schon gesehen, dass er durchaus ein Spieler ist, der weiß, was er tut und ein grobes Konzept von dem hat, was er da macht. Deswegen nehme ich mal an, dass das jetzt hier nicht einfach ein kleiner Ausrutscher ist, sondern wie gesagt, seine typische Pattern. So, auf der anderen Seite macht Msu den Blei und drückt erstmal ein paar Linge raus, mit denen er dann halt eben hier drüben vielleicht Druck machen kann. Ist auch, wie gesagt, tatsächlich auf der Map nicht so ungewöhnlich. Nachdem er jetzt Photon Overcharge genervt wurde, sind viele Zerg-Spieler dazu übergegangen, auf Karten mit breiten, mit sehr breiten Rampen dazu überzugehen, im Grunde hartes Ling-Harassment bis sogar hin zum Ling-All-In zu spielen, sodass er jetzt also hier eben einfach die Möglichkeit hat, jede Menge Linge halt hereinzuschicken. Ein Nexus, ein Mothership Core hat halt eben nicht mehr so viel Energie, um so viele Photon Overcharges zu zünden. Und wenn tatsächlich so den ersten Photon Overcharge kann man jetzt zum Beispiel halt eben einfach mal aussitzen, da gehen jetzt natürlich halt eben eine ganze Menge Linge drauf, aber da kann man jetzt zum Beispiel einfach weitere Linge eben hin und hinterher rallyen, und manche der Spieler gehen dann tatsächlich sogar auf den Two-Base All-In, was unser Spieler jetzt hier nicht macht, sondern tatsächlich nur mit dem Ling-Harassment vielleicht den Protoss ein bisschen beunruhigen wollte, sodass er jetzt nach Möglichkeit ein bisschen mehr Paranoia schiebt, dass hier eben in Ling All-In kommen könnte und dementsprechend vielleicht mehr Maßnahmen trifft, um das zu verhindern, als er eigentlich normalerweise wollte. Und im Hintergrund versucht Msu jetzt hier einfach zu expandieren. Mindgame hat nicht ganz funktioniert, denn Dante ist nicht drauf reingefallen und ex stattdessen jetzt selber. Aber das ist, wie gesagt, eine der Strategien, zu denen einige Zerg jetzt übergegangen sind, dass sie, wie gesagt, einfach aus zwei Basen einfach stumpf Speedlinge kloppen und dann eben, wie gesagt, versuchen, hier durchzubrechen und in vielen Fällen der Protoss das einfach nicht mehr richtig halten kann, seine Basis, schlichtweg, weil ihm nicht genügend Verteidigungsmittel zur Verfügung stehen. Die Einheiten kommen einfach nicht so schnell aus den entsprechenden Gebäuden und der Photon Overcharge bietet eben dann einfach nicht mehr genügend Schutz, weil er zwar ein bisschen länger hält, aber eben insgesamt nicht mehr so häufig geworfen werden kann. Und dadurch dann, wie gesagt, für viele also ein dickes Problem. So, die Linge nochmal reingeschickt, ein bisschen zum Scouten. Will ja einfach halt eben nochmal sehen, was da los ist. Schönes Micro hier von seiner Seite, um da sich nochmal durchzukommen. Da steht's. Oh, der sendet nicht auf Hold Position. Das ist natürlich besonders ärgerlich jetzt hier, verdammt. Kleiner Fehler auf seiner Seite. So, dass jetzt also tatsächlich die Linge die Möglichkeit haben, alles zu sehen. Viel gesehen haben sie nicht, aber zumindest den Twilight Council, der hier auch was erforscht. Da kann er sich natürlich jetzt nicht ganz sicher sein, was das sein soll. Ob das jetzt nun Blink ist, ob das jetzt nun das Upgrade für die Adepts ist, ob das jetzt eben Speed ist, das ist natürlich jetzt wirklich das Richtige. Das könnte tatsächlich alles drei davon sein. Er hat von jeder Einheit ein bisschen was gesehen. Also noch hatte sich Dante nicht so weit festgelegt, dass tatsächlich Msu jetzt irgendwie sicher hätte sagen können, ja klar, ich sehe hier 5 Stalker, natürlich ist das Blink. Oder ja, ich sehe hier 6 Adept, natürlich ist das jetzt halt eben das Adept-Upgrade. Oder ja, ich sehe halt viele Zealots, das muss also wohl das Speed-Upgrade sein. Also zumindest irgendeine Antizipation hier loswerden kann. Kann er aber nicht. Von daher wird er jetzt vermutlich ein bisschen rätseln, was er macht. Aber dementsprechend baut er was gegen diese Art von Gateway-Units insgesamt gut ist. Und das sind ein paar Roaches mit Speed und dann natürlich auch ein paar Ravager. In der Zwischenzeit sollte er natürlich jetzt hier auch versuchen, seine Einheit ein bisschen hochzupumpen. Aber er muss natürlich jetzt auch relativ bald mit einem Counter-Push rechnen. Deswegen steckt er im Augenblick jetzt weniger Ressourcen ins Aufdrohen und stattdessen ein paar mehr Einheiten in den Tech vor allen Dingen aber auch. Geht jetzt hier sogar sehr, sehr schnell in den Hydralisken. Ich weiß nicht genau, wie gut mir das gefällt, denn sein Gegner ist inzwischen auf 3 Basen und hat jetzt auch schon mehr Worker als er selbst. Seine Economy kommt einfach nicht richtig in Gang. Sein Creepspread sieht verhältnismäßig gut aus, aber wie gesagt, die Economy könnte ihm Schnippchen schlagen, wenn er dann zwar einiges an Units rausgekloppt hat, aber letzten Endes dann die tatsächliche Armee, die rüber marschiert zum Timing, einfach trotzdem viel zu groß ist, um damit was anzumachen. Er hat jetzt hier noch eine ganze Menge Linge im Mix. Die sind natürlich gegen die Zealots verhältnismäßig nutzlos. Die werden da relativ schnell auseinandergenommen, vor allem wenn die Zealots erstmal Speed haben. Speedlots negieren bis zum gewissen Grad sogar auch Roaches, aber das ist natürlich hier eine ganze Menge Zeug, das da kommt. So, er muss jetzt hier kämpfen, weil er ansonsten von den Lingen, wie gesagt, übernommen wird.
Ja, aber jetzt sehen wir es halt eben hier auch. Ne? Speedlots, wie gesagt, schließen die Lücke zu Roaches sehr, sehr schnell. Wenn es nur normale Lots sind und halt eben normale Roaches, dann sind Roaches im normaler, also im Normalfall den Zealots überlegen. Obwohl man noch sagen muss, ein Zealot schlägt einen Roach im One-on-One, wenn keine der Einheiten gemicrot wird. Speedlots hingegen machen allerdings die ganze Sache noch ein bisschen ekelhafter, denn die schließen eben die Lücke einfach sehr, sehr viel schneller zwischen den Roaches und den Zealots. Und dann kann das in der Tat relativ unangenehm werden. Jetzt hier auf jeden Fall schönes Einschließen von beiden Seiten. Da hat es tatsächlich gut geschafft, von zwei Seiten zu flankieren, um damit jetzt halt eben die Zealots anzunehmen. Aber wir sehen eben genau das, was jetzt hier passiert. Die Zealots schließen die Lücke wahnsinnig schnell, gehen hier direkt an die Roaches an und fetzen einfach alles auseinander. Denn das ist eigentlich genau das, was du nicht willst. Den A-Move-Befehl klicken und dann eben auf die Zealots gehen. Sondern was du de facto machen müsstest, um gegen die Speedlots vorzugehen, ist eben sie heranstürmen zu lassen, dich dann eben mit Stutter-Step in eine gute Lücke zurückzuziehen, wo du dann halt eben nicht immer direkt gegen alle Zealots kämpfen musst. Denn wenn die Zealots die Lücke erstmal geschlossen haben und eben an den Roaches richtig dran stehen, sind die erstaunlich effektiv gegen Roaches. Und das ist genau das, wie gesagt, was wir jetzt halt eben hier kriegen und was ich eben schon gesagt habe. Ja, klar, er muss da natürlich irgendwas tun, er braucht ein paar Einheiten, hat deswegen entsprechend mehr Units produziert, aber die Eco, die dahinter ist, reicht einfach nicht mehr aus, um genügend Produktion zu erreichen, um den Push, der dann eben nur noch aus Mars-Zealots besteht, de facto abzuwehren. Und so, und dann sind wir auch hier im potenziell letzten Spiel in diesem Clan War. In der linken oberen Ecke gespawnt auf Prime Terraces. Die Karte kann ich sogar, denn die hasst einfach jeder. Auf Prime Terraces gespawnt haben wir in der rechten oberen Ecke den roten Zerg vom Clan Born Gosu. Und der hat jetzt echt einiges zu tun, denn er muss nach Möglichkeit 4 Spiele am Stück gewinnen. Es ist Wopsitopien. Wopsitopien. Das ist mein Name. Hört man nicht jeden Tag? Und in der rechten unteren Ecke gespawnt als grüner Protoss von Clan MyRisk haben wir Dante. Der Mann, der im Augenblick mit satten 3-0 in Führung liegt, seinem Clan also einen riesen Vorsprung verschafft hat. Und wie gesagt, jetzt nur noch ein weiteres Spiel gewinnen muss, um diesen Clan War, ein Best of Seven, nach Hause zu fahren. So, Overlord bereits auf dem Weg. Gleichzeitig hier die Goldbase direkt im Visier. Ja, Wopsitopien hat Map-Pick gehabt, der Loser hatte den Map-Pick. Und das war natürlich dann irgendwie auch zu erwarten, wenn ein Zerg auf Prime Terraces antritt gegen einen Protoss. Was wird er wohl als erste Base nehmen? Mit ziemlicher Sicherheit da unten das Gold. Dumm daran ist halt eigentlich nur, und das ist jetzt halt eben genau die Sache, von der wir jetzt sehen werden, ob sich das rechnen wird, dass Dante das natürlich ahnen kann. Also er hat es natürlich im Augenblick noch nicht gescoutet. Überhaupt ist Dante ein ziemlich später Scouter, gerade eben auch gegen Zerg. Scheint mir also wirklich so, als hätte er gegen Zerg einfach so seine festen Timings und festen Builds and just doesn't give a fuck what the Zerg is doing. Also scheint ihm einfach scheißegal zu sein, was der Zerg da macht. Er hat wohl einfach seinen festen Bauplan und kennt die Timings gut genug, um einfach zu sagen, jo, ich push halt dann und entweder mache ich ihn weg oder halt nicht. Wird sich halt zeigen. Aber Scouting gibt's beim guten Dante vor einem gewissen Minutenzeitraum einfach gar nicht. Wie gesagt, er ist sich wahrscheinlich einfach sicher, dass die Goldbase hier drüben genommen wird. Und weil man das aber eben natürlich bis zum gewissen Grad ausrechnen kann, weil man sich das nur mal denken kann, was der Zerg auf so einer Map macht, kann man natürlich womöglich auch tatsächlich einfach ein Bild aus der Hinterhand ziehen, wenn man denn so ein Bild zur Verfügung hat, der eben so eine Goldbase direkt auch bestraft. Und mal gucken, ob Dante so ein Bild in der Hand hat oder nicht. Bisher sieht alles noch ziemlich standardmäßig aus. Er geht wieder auf ein ziemlich techlastigen Bild. Könnte womöglich sogar ein ähnliches Opening werden wie das, das er eben gerade auch schon gespielt hat mit den Mars Speedlots. Und mal sehen, ob er das tatsächlich eben durchzieht. Ansonsten habe ich, wie gesagt, auf der Goldmap dann eben häufig tatsächlich Doppelgate-Opening gehabt mit einigen Adepts zuerst, die dann halt eben hier vorne tatsächlich Dauerdruck gemacht haben. Und hinten hat man dann halt eben geäxt und halt eben ein paar weitere Gebäude gebaut, um dann eben hier vorne mit Adepts und Shades einfach so lange Stress zu schieben, bis man dann halt eben hinten eine nette kleine Armee für einen Follow-Up-Push gebaut hat. Der Zerg, der halt eben permanent hier beschäftigt war mit dem Abwehren der Shades, hatte im Grunde keine richtige Ökonomie aufbauen können, hatte keine richtige Armee, hatte keinen richtigen Tech und wird dann einfach Follow-up-Push überfahren. Also, das habe ich schon oft genug gesehen, scheint aber, wie gesagt, nicht das zu sein, was Dante hier vorhat. Der hat offenbar einen ganz anderen Plan. Geht jetzt hier zumindest in ein Raumportal, das haben wir letztes Mal nicht gesehen. Von daher also auf jeden Fall abweichender Plan zu dem, was er vorher hatte. So, hier wieder die zwei Linge, nicht wieder die zwei Linge, aber zwei Linge von Wopsitopien. Dieser typische Linge, die, wie gesagt, vom Zerg mal rübergeschickt werden. Einmal um ein bisschen was zu scouten, vielleicht halt eben sogar mal die ein oder andere Probe rauszunehmen, was zwar nicht passieren sollte, aber doch immer wieder mal passieren kann. Ja, und ansonsten eben genau der Klassiker. Wir haben eine relativ breite Rampe. Die Rampe ist sogar noch verhältnismäßig schmal, im Gegensatz zu der Rampe, die wir eben dann noch auf Prime Terraces hatten. Das ist Prime Terraces. Was war die andere? Ach, egal. Die wir auf jeden Fall auf der Map davor hatten. So.
Das klang jetzt wieder nicht sehr sachlich und sehr erfahren, ist aber egal. Damit müsst ihr, wie gesagt, heute Abend leben. So, die Goldbase wird hier einmal nochmal kurz von dem Zergling gecheckt. Ja, und ansonsten, wie gesagt, das ist halt eben der Klassiker. Wir kriegen jetzt halt eben einfach als Zerg maximale Ressourcen hier rein durch die Goldreserven und haben damit die Möglichkeit, massenhaft Speedlinge zum Beispiel zu bauen und die halt eben herüber zu schicken. Plus eben zusätzlich noch ein paar Ravager. Ja, die Ravager wollen wir natürlich hier jetzt im Bild haben, weil eben die einzige echte Abwehr gegen die Menge an Lingen und diese Flut an Lingen letzten Endes eben Photon Overcharge ist. Und wenn wir noch ein paar Ravager dabei haben, das müssen allerdings, glaube ich, mehr sein als zwei, dann können wir tatsächlich mit Corrosive Bile eben einfach diejenigen Pylonen rausnehmen, die halt, wie gesagt, geovercharged werden. So, jetzt auf jeden Fall der Ling Run bei hier. Das ist, wie gesagt, das große Problem. Nette Idee jetzt auf jeden Fall hier von Dante, der das also, wie gesagt, schön aufgebaut hat. Hat jetzt tatsächlich halt eben hier den Eingang von zwei Seiten so dreiecksförmig im Grunde aufgebaut. Das ist das, was ich jetzt eben meine. Ne? Die Ravager versuchen jetzt natürlich hier den overcharged Pylon rauszunehmen, aber zwei Stück alleine reichen nicht. Insgesamt hat er das aber, wie gesagt, wirklich schön gemacht. Also er hat jetzt hier eben so eine schöne Gebäudewall gebaut, die jetzt eben die Units teilweise nach links und rechts rauslässt, aber die man halt eben hier mit einem Zealot gut blockieren kann. Trotzdem sterben jetzt hier jede Menge Probes, Entschuldigung. Und die Zerglinge können letzten Endes halt eben doch durchreichen. Sind jetzt hier mittendrin in der Main, da kann sich Dante im Augenblick schwer drum kümmern, weil er hier drüben eben immer noch damit beschäftigt ist, diese Roaches hier irgendwie rauszunehmen. Hier wird jetzt gleich der eine Pylon fallen. Die Gateways werden nicht alle unpowered, bis auf das weitere vorne hier, aber da sind zumindest jetzt hier eben noch Gateways drin. Die ersten Stalker werden wieder reingebaut, aber es werden halt im Augenblick nur Linge hinterher gerät. Stalker traden natürlich nicht so effektiv gegen Linge und weitere Linge, die einfach hinterher gerät werden. Naja, im Augenblick sieht es zumindest nicht so gut aus. So, was geht eigentlich? Ne? Unser Protoss hat trotzdem 22 Worker, hat zwar eine ganze Menge Worker verloren, hatte aber auch eine ganze Menge Worker zur Verfügung stehen. Hat jetzt den ersten Push zumindest erstmal grob abgewehrt. Aber weitere Linge, die natürlich jetzt von hinten reinschreiben. Ah, das ist natürlich jetzt besonders ungelegen, dass jetzt hier eben die Stalker sich nach vorne gezogen haben, die Linge damit jetzt weiter durchrennen lassen. Dante muss schon wieder seine Worker nach draußen ziehen, verliert dabei vielleicht den einen oder anderen, verliert vor allen Dingen auch wieder eine ganze Menge Mining-Time. Sieht aber insgesamt nach wie vor gar nicht so schlecht aus. Hat jetzt 26 Worker zu 18 und wir haben halt überhaupt keinen Follow-Up-Tag auf Seiten des Zergs. Der ist ziemlich committed hier. Punkt im Augenblick noch weiter Linge. Ne, jetzt zumindest die ersten Drohnen. Hat jetzt also erkannt, dass er jetzt hier im Augenblick nichts mehr reißen kann. Und wie gesagt, das also wirklich schön von Dante gehalten, der jetzt einfach seine Probes hier unten weiterarbeiten lässt. Und jetzt, wenn er gleich realisiert, dass er ein bisschen Schnaufpause hat, Verschnaufpause, etwas Atempause oder Verschnaufpause, dann wird er jetzt auch wieder Worker transferieren. Ich hätte nicht gedacht, dass er gleich alle transferiert. Aber klar, sicher ist sicher, hier oben stehen die Einheiten auf jeden Fall sicherer als da unten. Aber inzwischen sind die jetzt auch eigentlich hier geschützt. Ich denke, da hätte ich nicht so viel Mining Time draufgehen lassen, dass ich die alle hier rüber transferiere, sondern hätte stattdessen lieber einen Großteil hier gelassen und dann halt eben nach oben gerallied. Egal, spielt aber keine Rolle. Wie gesagt, geht auch so. Das Warp Gate wird wieder unter Kraft gesetzt. Ja, und jetzt sieht ehrlich gesagt Dante schon wieder super aus. 63 zu 38. Einen Augenblick lang wirkte das alles ganz knapp, aber die Ling Run Buys haben dann doch letzten Endes weniger Schaden angerichtet, als man hätte erwarten dürfen. Wopsitopien muss natürlich jetzt erstmal ein paar Notbremsen ziehen, wenn man so will. Also er muss jetzt wirklich was riskieren. Er weiß, dass er ökonomisch, oder ahnt zumindest, dass er ökonomisch auf jeden Fall hinten ist. Er wird vermutlich nicht exakt mitgezählt haben, wie viele Worker er da jetzt letzten Endes gekillt oder nicht gekillt hat. Ja, und die Oracles, im Grunde jetzt hier eine super Wahl von Dante, weil eben die Oracles letzten Endes jetzt exzellente Wahl sind gegen all die Units, die jetzt eben von der anderen Seite überhaupt rüberkommen können. Er hat ja gesehen, dass das größtenteils nur Linge waren, dass er, wie gesagt, noch ein paar Ravager dabei waren, aber nicht sonderlich viel. Er weiß, dass eben durch das hohe Commitment des Zerg-Spielers im Augenblick nicht allzu viele unterschiedliche Tech-Units hier auf seine Seite wandern können, sondern eben, wie gesagt, größtenteils nur Linge, Roaches, vielleicht vereinzelt Ravager. Und dass jetzt, wie gesagt, halt eben sein Gegner versuchen wird, den bisherigen Nachteil an Workern eben auszugleichen, während er jetzt selber halt eben hochzieht. Jetzt kriegt er auch mit den Oracles ein bisschen präziseres Bild, wie weit vorne er tatsächlich ist. Und das wird wahrscheinlich gar nicht mehr allzu lange dauern. Die dritte Basis wird jetzt hochgezogen. Dante spielt sicher runter. Er produziert jetzt eben die ersten größer, höherrangigen Tech-Einheiten, pumpt noch einfach ein paar weitere Oracles. Wenn er es, wie gesagt, sogar schafft, kann er hier mit gutem Micro, verliert er zumindest ein Oracle. Dafür verliert der Gegner jetzt allerdings auch die einzige Queen hier drüben als Enter-Air, aber die Drohnen sind wenigstens durch den Spore-Crawler geschützt. Hier hinten kommt er im Grunde jetzt auch nicht so viel rein, könnte vielleicht hier die ein oder anderen Worker noch aus dem Gas wegpicken, aber im Augenblick will er das gar nicht. Er weiß jetzt, wie weit er im Vorteil ist. Die Goldbase wird auch relativ bald outmined sein, damit verliert dann Zerg im Grunde halt eine weitere Basis, müsste jetzt eigentlich zusehen, dass er hier drüben bald mal die Echse nimmt, ist aber im Augenblick halt noch beschäftigt, überhaupt weiter hoch zu saturieren und jetzt zumindest ein paar Einheiten zu produzieren, denn er weiß ja,
es kann nicht mehr so lange dauern, bis mein Gegner rüberkommt und auf meine Seite marschiert, um mir womöglich hier die Hölle heiß zu machen. Ich brauche also ein bisschen Verteidigung. Und das jetzt letzten Endes eben die Krux, die fast jeder Zerg hat, wenn er, wie gesagt, am Anfang halt einen harten Push fährt, mit diesem Push dann aber auch Schaden anrichten muss. Denn wenn er diesen Schaden halt nicht anrichtet, dann passiert eben genau das, was wir jetzt hier sehen. 43 zu 53 Worker, wir sind ökonomietechnisch hinten. Wir müssten jetzt ja eigentlich nach Möglichkeit nur drohen, aber da wir halt dem Gegner einfach nicht genug abgenommen haben, müssen wir auch permanent Angst haben, dass er sich womöglich gleich auf unsere Seite bewegt und uns platt macht. Und auch wenn wir als Zerg, wenn die Economy erstmal steht, wir mal durchaus in der Lage sind, einen Riesenschwall an Einheiten auf einmal zu produzieren, ist das halt nicht der Fall, wenn die Economy halt noch nicht steht. Dann muss ich mir eben auch mal Gedanken machen, dass ich ab und an auch mal kleinere Mengen an Einheiten produziere, damit ich nicht irgendwann völlig nackig dastehe. Und das ist natürlich super lästig, denn wie gesagt, eigentlich würde ich ja gerne nur hochdrohen. Trotzdem, wenn natürlich Dante noch ein bisschen Zeit verstreichen lässt, dann wird hier der Lurker dann fertig. Und damit hätte dann in der Tat Vopsitopien nochmal die Möglichkeit, die Imba-Einheit der Zerg zu bauen, von denen er jetzt jede Rasse eine hat, nämlich der Protoss eben mit seinen Disruptoren, die Zerg jetzt halt eben mit ihren Lurkern und halt eben die Terrans mit ihren Liberatoren, die, wie ich sie gerne nenne, Terrible Damage Units, die Units, die halt eben tatsächlich in Engagement fast alleine, nicht ganz, denn ein bisschen Unterstützung brauchen sie halt schon, aber fast alleine nochmal drehen können, einfach aufgrund des massiven Schadens, den sie eben potenziell austeilen können, wenn der Gegner nicht richtig vorbereitet wird. Aber Dante ist immer noch ganz lässig, spielt jetzt hier einfach nochmal eine weitere Echse an der Goldbasis. Er weiß, er hat die Goldbasis später genommen. Er weiß, das Mineral Income kommt ihm jetzt zugute, während sein Gegner seine Goldbasis fast schon aufgebraucht hat. Das heißt also nicht nur, dass er den ersten Anfangspush gut überstanden hat, er hat jetzt sogar noch die deutlich bessere... noch hat er sie nicht. Lustig sogar. Wahrscheinlich hat er doch jetzt... Hat sogar relativ gleiche Worker. Liegt wahrscheinlich halt eben doch noch dran, dass halt hier im Augenblick noch ein paar mehr Leute halt eben das Gold abarbeiten. Aber das dürfte, wie gesagt, nicht mehr lange halten. Was das halt eben angeht. Denn wie gesagt, sobald die halt eben abgeerntet ist, hat Dante dann bald zwei Goldbasen und dann wird, wie gesagt, sein großes Einkommen kicken. So, jetzt haben wir aber eben genau die Situation. Wir haben jede Menge Lurker, wir haben jede Menge Hydras und das könnte in der Tat eine richtig unbequeme Komposition hier für Dante werden, der da einfach meiner Erachtens nicht richtig aufgepasst hat. Rennt jetzt sogar hier teilweise in das Lurker-Engagement rein. Ich weiß nicht, ob er nicht realisiert hat, dass da Lurker stehen, aber im Augenblick werden seine Einheiten von den Lurkern einfach zerfetzt. Da kommen jetzt zumindest von hinten halt eben nochmal die Oracles, enttarnen jetzt zumindest hier halt eben die Lurker, nehmen zumindest nochmal einen Großteil auseinander und das scheint doch noch gerade so zu funktionieren. Und wieder hat Dante das tatsächlich sehr gut abgeschätzt. Hätte ich nicht gedacht, dass das Engagement tatsächlich so eindeutig ausgeht. Aber puh, Immortals sind eine gute Unit. Die halten in der Tat jetzt durch die Schilde einen guten Teil an Schaden nochmal aus. Ja, und das dürfte es jetzt gewesen sein, denn da hat eben gerade Vopsitopien seine ganze wirklich schlagkräftige Armee verloren. Puh, das war krass. Da hat er mitten in den Lurkern gestanden und das bekämpft und trotzdem hat er die alle ausradiert. Wieder exzellentes Einschätzen von Dante, der wie gesagt genau wusste, ob er den Fight nehmen kann oder nicht. Ja, mit Lingen wird er das nicht mehr reißen und Dante holt das 4 zu 0.